Herzlich willkommen zu diesem kleinen Patch 6.2 Klassenguide. Wir gucken uns heute den Mage an, und zwar alle Specs. Dabei werden wir am Anfang ein bisschen vergleichen, wie sich die Specs zueinander verhalten im Single Target und im AOE. Wir werden uns die Werte angucken, die Skillung, eine kleine Rota und so weiter und so fort, was alles da so zugehört. Den Guide hat Electrix, unser Raid Mage, geschrieben. Ich werde den jetzt in Videoform umsetzen. Ihr findet das Ganze auch nochmal auf meiner Website. Link ist dann in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Schauen wir uns die Verteilung der Specs einmal für den Single-Target-Bereich an. Da haben wir Arcan, Frost, Feuer. Obwohl der Frost-Mage um 20% gebufft wurde, kommt er noch lange nicht an den Arcan-Mage ran. Denn mit besserem Gear skaliert der einfach stärker, der Arcan-Mage. Der Feuer-Mage, der hängt so ein bisschen hinten dran, denn durch den neuen Set-Bonus ist er nicht wirklich stark. Im Multitarget sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus, da sind die Specs relativ gleich auf, bei zwei Zielen ist Frost besser und bei drei Zielen ist dann Feuer besser. In der Höllenfeuer-Zitadelle ist es so, dass der Großteil der Ziele entweder Zweierpacks sind oder sechs und mehr, deswegen ist Frost da die bessere Wahl. Ab 8 Zielen ändert sich das dann wieder ein bisschen, da haben wir Feuer vor Frost und das Schlusslicht bildet der Arcan-Mage. Allerdings gibt es im aktuellen Raid nicht viele Bosse, wo das so ist, und die Ads leben meistens auch nicht lang genug für Feuer. Von daher muss man da immer so ein bisschen gucken, wo das dann sinnvoll ist. Wir können den Mage also jedes Mal für bestimmte Situationen umspecken. Allerdings muss man da auch einiges beachten, dass natürlich die Spielweise dann etwas verändert wird und dass wir unter Umständen dann noch anderes Gear brauchen. Ich würde sagen, wir steigen einmal in den Gear-Teil ein mit den Set-Teilen. Beim Magier ist es so, dass wir ungefähr 6-8% mehr Schaden machen, wenn wir die Sets angelegt haben. Heißt also, der 4er-Bonus ist bei allen Specs Pflicht und wir sollten möglichst gucken, dass wir dann schnell die neuen Set-Teile zusammenbekommen. Frostmagier müssen ein bisschen was an der Rotation ändern, wenn sie den 4er-Bonus haben. Da gehen wir später noch ein bisschen genauer drauf ein. Arcan und Feuermagier brauchen da nichts ändern, der Set-Bonus ist passiv. Allerdings kann der Schaden vom Arcan-Magier durch den Set-Bonus ein bisschen schwanken. Da ist man so ein bisschen dem Proc ausgeliefert. Wir schauen uns nach den Tiersets einmal die Trinkets an und dann schließen wir diesen Teil des Gears auch schon ab. Wir haben zum einen das gesprungene Seelenprisma, ist ein Item-Level von 705 für Feuer und Frost, relativ stark. Wir haben Sethis-Bornen Blick, ist eine gute Wahl für Single-Target und auch AOE, gilt wohl als bestes Schmuckstück für Feuermagier und droppt bei Schattenfürst Iskar. Als drittes gibt es dann die Prophezeiung der Furcht, ist ein starkes Trinket für Single Target und AOE, auch wieder ist das beste Schmuckstück für Arcan und Frostmagier und droppt bei Manoroth. Der Foliant der wandernden Worte hat sowohl Vor- als auch Nachteile, ist ein sehr gutes Schmuckstück für Arcan und Frostmagier. Feuermagier profitieren da nicht so von, es gibt einen passiven Bonus für Feuer und Arcan, allerdings hat der Frostmagier da ein kleines Problem, denn wenn die gefrorene Kugel aktiv ist, ist der Bonus nur schwer nutzbar. Der Foliant droppt dann bei Archimonde und damit sind wir im Grunde genommen auch durch mit dem Gear und wir schauen uns einmal an, was für Werte denn als Mage so gebraucht werden. Der Feuermagier geht zuallererst auf Crit, danach kommt dann Meisterschaft, kurz gefolgt von Tempo bzw. Mehrfachschlag und ganz zum Schluss kommt die Vielseitigkeit. Ihr seht hier auch nochmal eine kleine Tabelle, wo man die Unterschiede zwischen den Werten dann sieht. Schauen wir uns einmal den Frostmagier an. Da haben wir als wichtigsten Wert den Mehrfachschlag, kurz danach kommt Tempo und Crit und danach kommt dann Meisterschaft, dicht gefolgt von der Vielseitigkeit. Dies hier wieder das Schlusslicht auf der Tabelle, seht ihr dann einmal kurz, wie viel DPS-Unterschied man zwischen den verschiedenen Werten dann im Endeffekt hat. Beim Arcan-Magier teilt sich das ein bisschen auf, ob man T18-Set hat oder nicht. Wir gucken uns erstmal den Arcan-Magier an. Wenn man kein T18 hat, da ist Meisterschaft ganz vorne, dann kommt Tempo bzw. Mehrfachschlag bzw. Crit und wieder Vielseitigkeit zum Schluss. Wie gesagt, mit dem T18-Set ändert sich da ein bisschen was, das gucken wir uns dann als nächstes an, aber schaut euch zuerst mal dann die kleine Tabelle an, dann seht ihr auch noch hier beim Arcan-Mage, was für Unterschiede die verschiedenen Werte dann beim DPS machen. Falls wir mit dem Arcan-Magier dann das T18-Set haben, sieht das wertetechnisch so aus, dass wir zuerst auf Tempo gehen.
Danach kommt dann Meisterschaft bzw. Mehrfachschlag, dann Crit und wieder zum Schluss Vielseitigkeit. Die Tabelle zeigt es dann auch nochmal. Im Grunde genommen sind wir dann mit den Grundwerten durch. Da müsst ihr dann halt gucken, je nachdem, welchen Spec ihr spielt und in welcher Situation ihr im Raid seid, ja, welche Werte ihr braucht, beziehungsweise was ihr da beachten müsst, wenn ihr als Arkanmagier dann zum Beispiel ein Set habt oder kein Set habt. Und als nächstes schauen wir uns einmal kurz die Talente an, was man da so alles skillen kann. Wir werden dann einmal kurz ins Ingame springen und hier seht ihr den Frostmage und die Skillung. Falls ihr euch die komplett abgucken möchtet, dann einmal kurz Pause drücken und nachskillen. Ansonsten werde ich jetzt nur über die DPS verstärkenden Talente reden, also die 75er, 90er und 100er Talente. Wir haben zum einen das 75er Talent, da ist die instabile Magie die erste Wahl. Die Frostnova ist relativ stark zum AOE-Bursten von Adds und die Frostbombe sollte man eher nicht nehmen, die ist momentan nicht wirklich gut. Das 90er Talent vom Frostmage, da haben wir einmal die Rune der Kraft, das ist die erste Wahl für uns. Fluss des Beschwörers ist besser bei Bossen mit viel Movement, also wo man viel ausweichen muss und so weiter und so fort. Und die Spiegelbilder sind momentan viel zu schwach, sollte man also eher nicht nehmen. Das 100er Talent sieht dann so aus, das Kristallprisma ist dann hier die beste Wahl für ein Ziel und den Cleave. Die thermale Leere ist für AOE die beste Wahl und der Kometenhagel nicht wirklich stark, den sollten wir also eher meiden. So sieht es dann beim Frostmage aus, da müsst ihr dann wie gesagt halt je nach Situation oder Boss dann gucken, was ihr da nehmt, ob ihr jetzt viel Movement drin habt oder ob ihr viel AOE oder mehr Single Target habt, da muss man dann immer so ein bisschen gucken, wie man das skillt, aber ich denke mal, das kriegt ihr dann schon hin. Wir haben ja einmal das 75er Talent vom Feuermage. Die lebende Bombe ist da unsere erste Wahl. Die Druckwelle ist relativ stark zum AOE im Bursten von Adds. Und die instabile Magie nehmen wir nicht. Die ist momentan nicht wirklich schön. Dann haben wir das 90er Talent. Die Rune der Kraft ist hier auch wieder die erste Wahl. Fluss des Beschwörers ist dann auch wieder besser bei Bossen mit viel Movement. Und die Spiegelbilder sind viel zu schwach. Beim 100er Talent sieht es beim Vollmatch dann so aus, dass der Meteor unsere beste Wahl ist für Single Target bzw. Cleave. Zündeln ist für AOE das Beste, was man machen kann. Und Kristallprisma ist da nicht wirklich gut. Ihr seht also, da gibt es ein paar Unterschiede, je nachdem, welche Skillung man hat, was man dann da wählt. Besonders beim 100er Talent gibt es da ein paar Unterschiede. Als nächstes schauen wir uns dann einfach mal den Arkanmage an. So sieht das Ganze dann beim Arkanmagier aus. Beim 75er Talent ist die instabile Magie unsere erste Wahl. Ansonsten ist die Supernova stark zum AOE-Bursten von Adds und der Nether-Orkan ist gut zum AOE-Dotten. Das 90er Talent, da haben wir die Rune der Kraft als erste Wahl. Es sei denn, wir haben einen Boss mit viel Movement, da können wir den Fluss des Beschwörers nehmen. Und auch hier ist wie bei den anderen Specs das so, dass die Spiegelbilder zu schwach sind. Die nehmen wir also eher nicht. Das 100er Talent, da sieht es so aus, dass wir das Kristallprisma als beste Wahl für Single Target bzw. Cleave haben. Die Arkane Kugel ist für AOE die beste Wahl, also wenn ihr Boss habt, wo viele Adds sind, dann nehmt lieber das. Und viel zu stark ist gar nicht stark. Schauen wir uns dann einmal die Rotation bzw. die Prioritätenliste der verschiedenen Magier-Specs an. Wir fangen einmal mit dem Frostmagier an. Und zuerst erkläre ich euch einmal den Opener, also das, was wir zu Kampfbeginn machen und danach die allgemeine Prioritätenliste. Also bei 3 Sekunden vom Pulltimer setzen wir die Rune der Kraft. Bei ungefähr 1,5 Sekunden nutzen wir den Pott und fangen an, Frostblitz zu casten. Danach benutzt man die eisigen Adern, setzt das Kristallprisma und benutzt die gefrorene Kugel. Das machen wir zu Kampfbeginn und danach, wenn wir das alles durch haben, nutzen wir die Standard-Prio. Die werde ich euch dann jetzt erzählen. Während des Kampfes haltet ihr die Rune der Kraft immer aufrecht. Die gefrorene Kugel haltet ihr dabei auf CD, das heißt also, wenn die Abklingzeit abgelaufen ist, setzt ihr sie direkt wieder ein. Eure Eislanze nutzt ihr, um eisige Fingerprocs abzubauen und den Frostfeuerblitz nutzt ihr, um Hirnfrostprocs abzubauen. Ansonsten castet ihr den Frostblitz,
Den Wasserstrahl nutzt ihr nur, wenn ihr keine eisigen Fingerpox habt und die gefrorene Kugel nicht bereit ist, denn dann kann man zweimal den Frostblitz casten, ansonsten halt den Wasserstrahl. Falls euch das jetzt zu schnell ging, dann geht am besten einmal auf die Website und schaut euch das nochmal an. Ich habe die Rotation bzw. die Prioritätenliste da nochmal aufgeschrieben. Dann braucht ihr hier nicht hin und her spulen und habt das alles nochmal so zum Nachmachen oder Ausprobieren, je nachdem. Als nächstes haben wir den Feuermagier. Auch der hat wieder einen Opener und eine Hauptprio, wobei der Opener etwas komplizierter ist als der vom Frostmage, aber mit ein bisschen Übung kriegt man das auch hin. Wir fangen also so an, dass wir bei 5 Sekunden das Pult haben, ist die Rune der Kraft setzen. Bei 2 bis 3 Sekunden nutzen wir die Potion und fangen an Pyroschlag zu casten, setzen danach dann die lebende Bombe auf unser Ziel. Danach benutzen wir den Meteor, wenn wir ihn denn geskillt haben, und nach dem Meteor casten wir den Feuerball so lange, bis wir einen Aufwärmprock bekommen. Dann nutzen wir den Inferno-Schlag. Danach casten wir wieder den Feuerball, bis wir einen weiteren Aufwärmprock haben, fangen dann den Feuerball an zu casten und sobald er durch ist, drücken wir direkt Pyroschlag. Das machen wir so lange weiter, bis wir einen Entzünden dort haben, der hoch genug ist, dass es sich lohnt, einen Eschon zu benutzen. Und damit sind wir quasi dann in der Hauptprioritätenliste. Ihr benutzt ein Eschon immer beim hohen Entzünden dort. Ihr benutzt den Pyroschlag, wenn Pyroschlag und Aufwärmbrocken. Versucht die lebende Bombe aufrecht zu halten. Nutzt den Inferno-Schlag, wenn Aufwärmbrockt. Und ansonsten castet ihr dann den Feuerball. Wie gesagt, wenn euch das Ganze ein bisschen zu schnell geht, lest das nochmal detailliert auf der Webseite nach. Das ist vielleicht, wenn ich das einmal so sage, ein bisschen schwer dann zu fassen zu kriegen. Aber dafür gibt es ja dann die Webseite bzw. den Artikel dazu, dass ihr euch das Ganze dann nochmal abschreiben könnt oder wie auch immer ihr das Ganze dann macht. Gucken wir uns dann als letztes den Arkanmagier an. Auch der hat wieder einen Opener und eine Hauptprioritätenliste. Ich fange dann wie bei den anderen schon auch mit dem Opener wieder an. Wir setzen bei 3 Sekunden vom Pultimer die Rune der Kraft. Bei 1,5 Sekunden circa nutzen wir die Pot und fangen an Arkanschlag zu casten und spammen den erstmal. Nutzen dann das Kristallprisma und sobald wir 4 Arkane Aufladung haben, nutzen wir die Arkane Macht. Dann geht's quasi weiter mit der Standard Prio, die dann jetzt folgt. Wir halten die Rune der Kraft den ganzen Kampf über aufrecht. Wir benutzen Arkane Geschosse einmal, wenn wir 3 Stacks haben. Und wenn Hervorrufen bereit ist, casten wir so lange Arkanschlag, bis wir bei ungefähr 50% Mana sind. Dann benutzen wir die Arkane Geschosse und direkt danach die Hervorrufen, um unser Mana wiederherzustellen. Wenn wir bei 93% Mana sind, benutzen wir den Arkanschlag. Wenn wir unter 93% Mana sind und 4 Arkane Aufladung haben, nutzen wir die Arkane Geschosse. Den Arkanbeschuss nehmen wir, um Arkane Aufladungen abzubauen. Ansonsten casten wir Arkanschlag. Und damit wären wir durch mit diesem kleinen besonderen Magier-Guide, wo wir jetzt alle Specs mal in ein Video gepackt haben und so ein bisschen miteinander verglichen haben, weil wir der Meinung waren, dass der Mage relativ vielseitig ist und ja, wie man in diesem Guide auch gesehen hat, je nach Situation dann etwas anders geskillt werden kann, beziehungsweise dass man vielleicht auch einen ganz anderen Spec nimmt. Je nachdem, ob viel Movement im Boss ist oder wie viele Adds haben oder nicht. Da kann man dann immer so ein bisschen den Mage hier und da drauf ausrichten. Und wir dachten uns, wir machen mal so ein Allround-Guide, mit dem man dann alles abdeckt, wo man dann, wenn man Magier spielt, auf alles gefasst ist. Großen Dank an Electrix, der dann, wie gesagt, diesen Guide verfasst hat. Ich habe ihn jetzt ja einfach nur in Videoform gepresst und auf die Webseite gebracht. Der eigentliche Guide ist dann nicht von mir. Aber falls ihr Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Ich leite das Ganze dann weiter und werde euch möglichst schnell antworten. Ich hoffe, wir konnten euch helfen. Falls es so ist, dann empfehlt das Ganze doch gerne weiter. Falls ihr irgendwelche Leute kennt, die Magier spielen und so ein bisschen Probleme damit haben, dann ja, schickt denen das Video oder erzählt es generell weiter. Das würde mich bzw. uns sehr freuen. Ich ja, bedanke mich fürs Zusehen und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Haut da rein.